Unser Ego ist nicht nur das unkontrollierte Denken, die Stimme im Kopf, die vorgibt, du zu sein, sondern auch die unkontrollierte Empfindung, die den Körper auf das reagieren lässt, was die Stimme im Kopf sagt. Das Ego lebt von Zeit. Je stärker das Ego ist, umso mehr wird das Leben von Zeit beherrscht. Dann dreht sich fast jeder Gedanke nur noch um Vergangenheit und Zukunft. Du beziehst dein Selbstgefühl und deine Identität aus der Vergangenheit und suchst Erfüllung in der Zukunft. Angst, Unruhe, Erwartungen, Reue, Schuld und Wut sind Störungen des zeitgebundenen Bewusstseins. Das Ego geht auf dreierlei Art mit dem gegenwärtigen Augenblick um. Es benutzt ihn als Mittel zum Zweck, sieht in ihm ein Hindernis oder betrachtet ihn als Feind. Nehmen wir die drei einmal einzeln unter die Lupe, damit wir dieses Muster, sobald es in uns aktiv wird, erkennen und neu entscheiden. Für das Ego ist der gegenwärtige Augenblick bestenfalls ein Mittel zum Zweck. Er bringt sich einem zukünftigen Augenblick näher, der für wichtig gehalten wird, obwohl die Zukunft überhaupt nur als gegenwärtiger Augenblick eintreten kann und folglich nichts weiter als ein Gedanke im Kopf ist. Mit anderen Worten, du bist nie ganz hier, weil du immer damit beschäftigt bist, anderswo hinzukommen. Tritt dieses Muster, wie sehr häufig der Fall ist, in gesteigerter Form auf, dann wird der gegenwärtige Augenblick so gesehen und behandelt, als sei er ein Hindernis, das überwunden werden muss. An diesem Punkt setzen Ungeduld, Enttäuschung und Stress ein. In unserer Kultur die Alltagsrealität vieler Leute. Ihr normales Leben. Das Leben, also das Jetzt, wird als Problem betrachtet. Und am Ende lebt man in einer Welt voller Probleme, die alle gelöst werden müssen, ehe man glücklich und zufrieden sein kann oder wirklich zu leben beginnt. Denkt man jedenfalls. Das Dumme ist nur, für jedes Problem, das gelöst wird, tritt ein anderes an seine Stelle. Solange der gegenwärtige Augenblick als Hindernis gesehen wird, nehmen die Probleme kein Ende. Ich bin für dich so, wie du mich haben willst, sagt das Leben, beziehungsweise das Jetzt. Ich gehe so mit dir um, wie du mit mir. Wenn du mich als Problem betrachtest, werde ich für dich zum Problem. Wenn du in mir ein Hindernis siehst, bin ich ein Hindernis. Schlimmstenfalls, und auch das ist oft der Fall, wird der gegenwärtige Augenblick so behandelt, als wäre er ein Feind. Wenn du hast, was du tust, dich über deine Umgebung beklagst, etwas verfluchst, was gerade geschieht oder früher einmal geschehen ist, oder wenn dein innerer Dialog aus Geboten und Verboten, Vorwürfen und Beschuldigungen besteht, lehnst du dich gegen das auf, was ist. Gegen das,
was immer schon der Fall ist. Dann machst du dir das Leben zum Feind. Und das Leben sagt, du willst Krieg, also sollst du Krieg haben. Dann empfindest du die äußere Wirklichkeit, die dir immer deine innere Verfassung spiegelt, als feindselig. Stell dir möglichst oft die folgende lebenswichtige Frage. Wie ist meine Beziehung zum gegenwärtigen Augenblick? Und dann such wachsam nach einer Antwort. Ist für mich das jetzt nichts weiter als ein Mittel zum Zweck? Sehe ich darin ein Hindernis? Oder mache ich es mir zum Feind? Da der gegenwärtige Augenblick alles ist, was dir je zur Verfügung steht und das Leben untrennbar vom Jetzt ist, lautet die Frage im Grunde, welche Beziehung habe ich zum Leben? Diese Frage eignet sich ausgezeichnet dazu, das Ego in uns zu entlarven und uns in den Zustand der Präsenz zu versetzen. Sie drückt zwar nicht die letzte Wahrheit aus, ist jedoch ein hilfreicher Wegweiser in die richtige Richtung. Stell dir die Frage so oft, bis es nicht mehr nötig ist. Und wie gehst du über eine gestörte Beziehung mit dem gegenwärtigen Augenblick hinaus? Das Wichtige ist, diese Störung in dir selbst zu entdecken, in deinen eigenen Gedanken und Taten, im Augenblick der Einsicht, wenn du bemerkst, dass deine Beziehung zum Jetzt gestört ist, bist du gegenwärtig. Die Einsicht ist die beginnende Präsenz. In dem Augenblick, indem du die Störung erkennst, beginnt sie sich aufzulösen. Manche Menschen lachen laut auf, wenn sie zur Einsicht kommen. Mit der Einsicht stellt sich die Kraft zur Entscheidung ein. Entschlossen Ja zu sagen, zum Jetzt. Sich das Jetzt zum Freund zu machen.